says, Mamma Mia. Each one comes in its own crystal ball. Collect one, mm-hmm. collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new Mini Mario toy. Hurry before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all. Buy them all. Buy them all. Kauft sie euch alle. Denkt sich Donkey Kong. Die Werbung war zu krass. Aber, warte mal, Donkey Kong, hast du überhaupt Geld? Naja, selbst wenn, jetzt sind sie ausverkauft. Oh, passend. Kommen wir so direkt aus der Fabrik, vielleicht kriegen wir ja 10% Rabatt. Aber es ist von Mario. Ich meine, okay, steht im Namen, aber konnte auch Donkey Kong nicht wissen. Und damit herzlich willkommen zu Mario vs. Donkey Kong. Ja, den Vorgänger, also Donkey Kong auf dem Game Boy haben wir schon gespielt. Und ja, das war ein Vorgänger, denn das hier mehr oder weniger das gleiche Gameplay. Und es kam heute, 16.02.2024, auf die Nintendo Switch, ne, als ein Remake. Das Original von diesem Spiel kam auf den Game Boy Advance vor ca. 20 Jahren oder so. Und ja, dieses Spiel ist nicht nur grafisch komplett geupgradet auf das Neueste, was so momentan Standard ist bei Nintendo, sondern man hat jetzt auch neue Level und einen Two-Player-Modus, den wir auch spielen werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir mit dem anfangen oder nicht. Genau, es gibt einen Multiplayer-Modus, da spielt der zweite Spieler dann als einen random Toad, der einfach mitgekommen ist, um mitzuhelfen. Die werde ich euch schon auch noch irgendwann zeigen. Wir fangen aber erstmal solo an, würde ich sagen. Neues Spiel! Wir können natürlich auch für Spann spielen, aber das Spiel, ich kann euch jetzt schon sagen, das Spiel ist sowieso wirklich relativ einfach. Deshalb könnt ihr ruhig auf Klasse spielen. So, kannst die Spielweise aber auch im Menü jederzeit ändern. Wie es euch passt. So, wo waren wir? Genau! Die Fabrik! Oh! Klopf, klopf, darf ich mal rein? Niemand hat mich reingelassen. Ich habe 5-mal geklingelt. Das war alle klauen. Come back, you big monkey. Was fällt dem ein? Nur weil es bei mir läuft, muss er meine Sachen klauen? Mario und Co. Spielzeuge ist Welt 1. Also die Factory, mehr oder weniger. Oh, stop, come back! Stop, come back! Ja, ja, so sieht's aus hier. So, und da geht's auch direkt los. Das Gameplay ist super simpel. Es ist halt ein Puzzle-Game. Also das heißt, wir kämpfen jetzt erstmal noch nicht gegen Donkey Kong, sondern müssen erstmal ihn hinterher. Ja, wir können springen, wir können einen Handstand machen, wir können auch einen Backwards-Jump machen. Also die Standard-Moves, die man schon kennt. Bam! Mit dem Schalter können wir hier alles umändern. Also entweder die blauen oder die roten Blöcke. Ich glaube, das hier erklärt, ne? Ja, okay, die Demo habe ich mir schon angeschaut. Die Sprungfeder einmal drauf und dann nochmal A drücken, dann kommen wir weiter nach oben. Und mit X, okay, interessant, mit X können wir das mitnehmen, aber neuerdings kann man es auch von der Seite mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es beim Game Boy Advance Teil auch schon so funktioniert hat. Jedenfalls funktioniert das hier so. Ja, und der Timer ist auch viel großzügiger als den Game Boy Teil. Ich habe ja letztens nur den Game Boy Teil gespielt, nicht den Game Boy Advance Teil. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das Original war. Aber wir haben den Aufdrehschall, Guys. Ich hoffe nicht, dass sie aus deiner Fabrik kommen. Sag mal, hat Bowser etwa auch eine Fabrik oder was? Und... Oder auch nicht. Warte. Jetzt haben wir ihn. Hey, Kumpel! Raus da! Du kannst uns helfen, kleiner Mini-Mario. Ja, die können uns helfen. Ja, hier ist auch alles angefangen. Mit dem Mini-Mario-Mayhem. Dass die ganzen Spiele danach nur noch mit Mini-Marios gesteuert wurden. Ja. Kann man jetzt halten, was, wie man will. Aber ja, synchronisiere einen Controller für den Zweispielmodus. Genau, ich habe es schon erklärt, aber wenn man dann als Two-Player-Modus spielt und so ein Level reingeht, dann musst du halt stattdessen 2 Schlüssel sammeln. Da gibt es auch so einen silbernen Schlüssel, der ist irgendwo random versteckt, damit der zweite Spieler auch was zu tun hat. Ist ganz nett. Wie gesagt, ich werde es auch immer noch zeigen. Mal aber erstmal weiter mit Oil, mit dem Öl-Level.
Als ich das erste Mal diesen Trailer gesehen habe zu diesem Spiel, diesen Reveal-Trailer, ich dachte mir so, das sieht richtig komisch aus, das Spiel. Weil, ich meine, schau uns Mario an, das sieht aus, als wären wir einfach Mario Odyssey Mario hier in einem 2D-Level. Es sieht irgendwie weird aus. Im Trailer sah es nochmal ein bisschen anders aus, glaube ich. Aber ja, es ist seltsam. Und warum wird uns jetzt gesagt, wie die Farbschalter funktionieren? Bro, ich... Aber ich bin One-Shot, okay. Bro, ich muss doch das erste Level geschafft haben mit den Farbschaltern. Also, da haben sie nicht nachgedacht. Na gut. So, diesmal rächen wir uns. Okay, muss man noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil das auf die Tasten halt verteilt ist. Oh, okay, dann ciao. Den Hammer braucht ich nicht, Freunde. Den braucht keiner. Ich brauch doch keinen Hammer. Ich bin ohne den Hammer schon Hammer. Ich sollte mal den roten Schalter aktivieren. Bleib. Genau. Haha, yahoo! Kann ich das Ölfass kaputt machen? Ja, das fliegende Ölfass können wir so auch kaputt machen, das ist gut. So, komm mal mit. Yay! Genau, können wir hier lang. Easy! Ja, super einfach. Ich kann es wirklich allen empfehlen, die so eine Art von Puzzle-Game mögen. Ist vor allem sehr einsteigerfreundlich, das Spiel. Also, ja, ich bin sehr gespannt, wie sie es hier geremaked haben. Ich mochte die Grafik tatsächlich vom Original ein Stückchen mehr. Die ist halt ein bisschen, ja, schon ein bisschen ikonischer und hat auch was. So ein bisschen Nostalgie, auch wenn ich es selber nie gespielt habe, weil ich... kenn's halt schon sehr lange. Und ja, deshalb ist es auch schön, das endlich mal selber zu spielen, auch wenn es die Switch-Version ist. Eigentlich auch besser, denn wie gesagt, diese Version hier hat mehr Level, mehr Content und sogar Two-Player. Ich meine, das ist ziemlich cool. Bisschen unnötig, aber ist trotzdem ziemlich cool. Oh yeah! Aber lass mich doch mal wissen, wie ihr denn die Grafik hier so findet. Ob ihr die besser findet oder... irgendwie das Original doch ein bisschen vermisst. Ja. Ganz recht. Wir werden wahrscheinlich pro Folge 1 bis 2 Welten immer machen. Je nachdem, wie es halt läuft. Sorry, falls ich jetzt zu schnell durchskippe durch alles. Ich habe halt ein bisschen geübt. So, da genau, da habt ihr schon gesehen. An diesem Seil kann man sich hochschleudern lassen. Ganz weit nach oben, je länger man gedrückt hält. Genau. Was machst du eigentlich, wenn ich treffen würde? Ah, der macht... ja, okay. Es ist halt kein roter Schalter. Also natürlich macht er den roten Schalter dann weg. Ich kann mich mit der Kamera sogar umschauen, sehe ich gerade. Und ja, wir werden 100% spielen. Alle Geschenke sammeln. Ist doch klar, ne? Im Gameboy-Teil gab es die Gegenstände von Pauline. Aber die gibt's hier nicht. Ist auch interessant zu sehen. Donkey Kong hat keinen Bock mehr, die Prinzessin oder so zu führen. Oder wenn wir es gestorben im Original. Also im Game Original, nicht Game Original. Ist auch egal. Jedenfalls ist auch interessant zu sehen, dass Donkey Kong keine Prinzessin oder so führt, sondern einfach nur Spielzeuge von Mario klaut. Er gönnt ihm einfach nicht, glaube ich. Ist ein bisschen neidisch, dass er zu Hause nur rumhockt und nichts tut. Tja. Da wird's mal wieder Zeit für ein neues... ja, Donkey Kong Abenteuer, oder? Nintendo? Ich glaube, ich muss mich hier... ja, ich hab's falsch gemacht. Nicht schlimm. Ich hab ja noch genug Leben. So, das nehmen wir mit. Dann können wir es nämlich hier drauf werfen. Hätten wir es besser klappen können, aber passt schon. Da hinten war ja ein One-Up. Das habe ich vorhin angesammelt. Was? Hä? Was? Wo hat er mich berührt? Ja, okay, das hätte jetzt nicht, dass ich es eingesammelt habe. Schade. Nicht schlimm. Was? Oh mein Gott, ich beweise gerade übelst meinen Skill. Ich bin ein bisschen im Speedrunner-Modus hier. Ich sollte mal ein bisschen entspannter spielen. Zack, zack. Geht doch. So, jetzt kill ich erstmal auch alle. Bam. Oh, wow. Knapp. Ob ich da hochkomme? Eigentlich ja. Genau. Bam. Jetzt, boing, denn mit dem Sprung können wir an höher gelegene Orte rankommen. Ist immer sehr empfehlenswert. Außerdem können wir uns Gegner dann von oben nicht attackieren. Generell auch Projektile können uns auch nicht angreifen, wenn wir diesen Handstand machen. Marios Schuhe sind so krass. Sind wie Yoshis Schuhe. Obwohl, Yoshis Schuhe sind eigentlich krasser, ne? Naja, was soll's. Es gibt scheinbar hier, jeder fällt 6 Level und dann 2 Bonuslevel oder so.
Zumindest wirkt das gerade so. Ich weiß es gerade nicht. Wir werden sehen. Wie er mir mit seinem Kopf durchguckt. Here we go! Die Musik ist auch sehr chillig, oder? Ich mag die Musik, die ist cool. Okay, ich verstehe. Ich muss einmal. Boing, boing. Hier rüber und. Was müssen wir hier machen? Ducken. Okay, wir müssen uns ja also ducken. Ja, ja, ja. Aufhören und springen. Und mitnehmen und das war schlecht. Aber nicht schlimm, wir können einfach das Timing abwarten. Und dann spawnt sie einfach neu. Das ist absolut kein Problem. Moin. Ja! Für den Jump von Mario war lustig irgendwie. Vor allem mit seinen neuen Sounds. Okay, was heißt neue Sounds? Es ist ja hier immer noch Charles Martinet. Es ist ja nicht der neue. Ich glaube, der hieß Kevin Afghani oder so. Auf jeden Fall, ja, es ist interessant zu sehen. Die haben die originalen Voice Lines hier drin gelassen. Die gab es übrigens auch schon auf dem GBA-Teil. Aber natürlich sehr crispy und compressed. Scroll-Modus! R? Was? Gedrückt halten? Ah, dann pausiere ich das Spiel. Wie Mario ausschaut. Pausiere ich das Spiel und kann mich hier ein bisschen umschauen. Ja, okay, weil das Level ein bisschen länger ist, ne? Verstehe. Ja, hier muss man aufpassen. Denn hier oben an dieser Line, da spawnen jetzt diese Viecher. Die kennt man ja teilweise auch aus Mario Odyssey. Obwohl die natürlich ihren Ursprung im Gameboy-Teil hatten. Ach, wie hat mich das getroffen? Ja, ein bisschen unnötig. Na gut. Solange ich kein Game Over habe, stört mich das am Ende nicht. Lebt der? Das war ein Gegner. Der hat gelebt. Wow. Aufpassen. Mario wird sich wahrhaben. Okay, komm. Boing, boing, boing. Ach komm. Geh doch endlich nach oben. Mario, keine Faxen. Er traut sich nicht. Nein. Das ist natürlich nie passiert. Ich weiß ja nicht, was für einen Moment ihr gerade gedacht habt. Das ist natürlich gerade auch nie passiert. So, warte, da will ich hoch. Schaffe ich es noch? Ja. Mit dem Super Jump schaffen wir es noch nach oben. Und jetzt? Okay, da können wir durch die Lücke. Sehr gut. Yippie! Wunderschön. Perfekt sogar. Wir sammeln all unsere Spielzeuge. Und dann haben wir eine riesige Armee. Oh. Was? Ein One-Up-Minigame oder was ist das? Spielen wir das mal. Was bedeutet das? Ist das einfach das gleiche Level oder ist das jetzt ein Bonus-Level, was da drüber geht? Oder wie soll ich das vorstellen? Oh. Oh. 30 Sekunden nur und los. Okay. Schlüssel. Hey, hey, Schlüssel. Komm her. Komm zurück. You big monkey. Okay. Am besten gehen wir von der Seite aus lang, oder? Weil jetzt fliegt er hier wieder zurück. Komm her, komm her. Nein, der geht immer weg von uns. Mist. Jetzt. Ja, wir haben ihn. 5, 4, 3. Yes. Und unsere Belohnungen sind 5 weitere One-Ups. Ja, danke, Spiel. So schlecht bin ich jetzt auch nicht, aber. Okay, ich bin selber schuld. Ich bin dieses Boss-Up reingegangen. Aber na gut. Ich bin gespannt, wie kurz das Game sein wird. Aber wir sind schon gleich durch sind mit Welt 1. Aber hey, vielleicht ist dann nur Welt 1 so kurz. Das könnte ja auch sein. Was willst du uns sagen? Hochwerfen! Ja, aber genau, wenn wir nach oben drücken, können wir Sachen auch nach oben werfen. Gleiche gilt auch für nach unten drücken. Nee, das sehe ich nicht. Okay. Geht nur nach oben. Verstehe. Irgendwann dachte ich, es geht auch nach unten geradeaus. Nope. Bada. So, das nehmen wir mit. Ja gut, da darf ich jetzt nicht auf den Schalter landen, ne? Sonst komme ich da nicht durch. Oh, Schalter. Oh. Wie mache ich das denn? Nee, anders. Hier nicht lang, hier ist falsch. Das hier war jetzt nur für das Geschenk. Ich muss hier wieder zurückgehen. Und dann habe ich's. Yeah. Rein da. Nein? Erstmal Schalter? Okay. Wir können also nicht in die Tür reingehen, wenn die nicht unter festem Boden steht.
Ähnlich wie bei Mario Maker, da musst du auch festen Boden unter dir haben. Das kannst du nicht durch eine Tür gehen. Yippie! Springen und hochwerfen können wir natürlich dann auch. Yippie! Ja. Bisschen unspektakulär, aber ist machbar, ist möglich, ist bonk. Ja, komm ich da noch hoch? Komm ich da noch hoch? Ja. Und alles verprügeln! Was nicht nigel- und nagelfest ist. Kannst du nach oben werfen? Ja, können wir. Nein. Oh. Es hätte funktioniert, aber es ist... Was? Was? Wieso spawnt der in mir drin? What? Was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Alles klar, Spiel. Dann lasse ich halt die Shy Guys am Leben. Aber die Geschenke will ich trotzdem haben, du. Oh. Was ich auch sehr gut finde, hier kann man die, den Hammer auch einfach in der Luft aufsammeln. Das ging früher nicht. Da muss man immer festen Boden hatten, haben. Haben. Woohoo! Come on! Yippie! Oh yeah! Ja, mittlerweile finde ich die Grafik echt schön eigentlich. Aber im ersten Moment, als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich mir schon, das sieht irgendwie super weird aus. Das ist einfach so. Das sieht komisch aus. Auch das Icon oben. Für die wortartige Icon mit einem Standard Mario.png drauf. Ist trotzdem irgendwie komisch. Aber ich find's trotzdem cool. Generell, das finde ich cool, dass wir dieses Spiel bekommen haben. Ja, jetzt wird auch noch gesagt, wir können hier einen Handstand machen. Wenn man den zweimal hintereinander einsetzt, dann macht man auch einen Yahoo! Wie Mario nennt. Da kommen wir auch ein Stückchen höher, sehe ich gerade. Ja, das wird einem gerade erklärt. Danke, Spiel. Ich hab's vorhin schon erklärt. Haha. Und ich brauche den Launch-Halter, sonst keine Leiter. Ja, aus irgendeinem Grund ist hier in seiner Factory eine Construction-Zeit. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass das darstellen, halt in bunt. Wie komme ich jetzt weiter? Was sag ich runter? Oh, ich habe die Leiter nicht gesehen. Null. Im Handschuhen bist du geschützt. Das habe ich euch auch schon gesagt. So. Selbst wenn euch das treffen würde, bounce das ab. Sehr wichtig zu wissen. Ganz ehrlich. Und. Jetzt den roten. Und dann haben wir es. Genau. Es gibt scheinbar nur ein Geschenk, deshalb haben wir alles. Also weiter geht's. Aber ja, wenn das Spiel zu kurz ist, dann würde ich vielleicht sogar ein komplettes Playthrough noch machen im Two-Player. Aber wir schauen mal. Wie es denn auch euch gefällt. Was rückwärts hat heute jetzt erklärt, oder? Ja, können wir ein bisschen Anlauf nehmen und dann können wir rückwärts ganz schön drücken. Das kann helfen. Ich vergesse aber oftmals, dass ich es habe. Und nutze es dann nicht. Und versuche dann eher mit dem Jump hochzukommen oder weiterzukommen. Ja! So, perfekt. Du kommst mit, Kleiner. Denn jetzt gehen wir zum Bosskampf. Ja, Donkey Kong kann nicht ewig lange wegrennen. Schau mal, wir haben 6 Mini-Marios hier gesammelt. In dieser Welt. So, das sollten doch genug sein, um dem Hintern eine zu verpassen. Was? Den Affen hinter einen zu verpassen? Keine Ahnung, was ich gedacht habe. Oder was ist das hier für ein Level? So wird doch nicht mal Boss? Scheinbar müssen wir erstmal die Minis trainieren oder so. Ja. Ah, jetzt kommt das Mini-Gameplay. Das habe ich vorhin vergessen. Ja. Hey, Guys. Oh, die Musik ist geil hier. Leite die Mini-Marios zu den Buchstabenblöcken. Toy. Hey. Achso. Wie mache ich das? Ah, die können nicht klettern. Okay. Okay, interessante Flöte. Das kann ich nicht einsammeln. Nur die Minis können das einsammeln. Verstehe. Hier, Weg ist frei. Durch die Mülltonnen können sie nach oben springen. Gut. Ich mach das ja auch gerade zum ersten Mal. Ich habe wie gesagt das Original nie gespielt. Ich kenne es halt nur. Alright. Ist halt noch ein Tutorial-Level, aber ist trotzdem sehr cool. Und hier ist das Ziel. Ja, ja, ja. Warte, wenn ich bei allen Ja steht, heißt das dann, es könnten auch welche von denen verloren gehen? Kaputt gehen? Müssen wir aufpassen. Wir wollen sie ja noch alle verkaufen.
um damit dann Peach Schloss zum 100. Mal finanzieren zu können. Nein, keine Ahnung. Aber da fragt man sich schon so, wo ist Pauline bei der Sache? DK ist pissed. Aber uns juckt das wenig. Denn er geht aufs Maul. was macht er jetzt? Wow. Wow, das war knapp. Hihi. So, willst du noch ein? Oh. Komm, drück. Peter Gelbe. Einfach machen. Okay. Nein. K.O. Ach, die Minimare ist unsere Leben. Nein, einer ist kaputt gegangen. Oh, gar nicht gut. Warum hat Donkey Kong 4 Leben? Doch sind es immer 3. Okay. Aber hey, wir sind nicht sofort down gegangen. Das ist mal was Neues. Haben die gerade die Kies Butt genervt? Na, ist auch egal. Was mir doch wieder auffällt. Bing, 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 bing. Fast perfekt geschafft. Aber Mario freut sich trotzdem. Wir haben Welt 1 abgeschlossen. Ja gut, dann würde ich doch tatsächlich sagen, machen wir ein paar kürzere Folgen. Machen jeder Folge eine Welt. Ich glaube, das passt sich dann doch eher an. Donkey Kongs Dschungel, wie sind wir hierher gekommen so schnell? Stop, come back! Du hast doch kein Like da gelassen. Da hat er wirklich vergessen, der Typ. Aber okay. Lass mich nochmal nachholen. Ich möchte schon den Goldstern haben. Ja. Also, mach ich jetzt einen Speedrun. Bam. Oh. Da kannst du ruhig sauer sein, so viel du willst. Wird nichts ändern. Ich werde dich zerstören. Du kannst nichts tun. Bam! Kannst nicht mal nachdenken. Boah, knapp. Okay. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Donkey Kong gegen Mario.